Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, grüße ich euch ganz, ganz herzlich. Heute gibt es wieder einen Vlog. Und zwar ist heute der 31. und heute Nacht ist Silvester. Ja, und wir haben zu Besuch meine Eltern, meinen Bruder und den Papa von Basti. Und wir feiern so ein bisschen zusammen und ich bereite was vor, meine Mama kocht was. Und ich will hier auch noch ein bisschen dekorieren, das muss noch viel aufgeräumt werden. Und dann nehme ich euch heute einfach ein bisschen mit. Aber als allererstes müssen wir jetzt mal die Wäsche unten anmachen. Mausi. Und dann gehen wir, glaube ich, ein Brötchen holen. Ja, der Papa schläft noch und dann können wir schön frühstücken. Und danach fängt dann so der richtige Tag an. Wir waren jetzt gerade noch beim Selgro und haben Carpaccio geholt. Hier, das ist so ein 10er-Pack für uns alle und ja, weil ich das vergessen habe zu kaufen, Parmesan und Rucola. Jetzt hast du mich rausgebracht. Was ist denn das hier, Kocher? Mann, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Emma, nein, 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 nein. Lass mich raten. Und hallo, ihr Lieben, ich habe heute bla bla bla. Ich mache jetzt weiter mit der Deko. Ich habe hier schon ein paar von diesen Luftballons aufgepustet, aber einer ist leider schon kaputt und zwar die neuen. Ich habe die schon gestern Abend versucht zu kleben, aber irgendwie bleibt die Luft nicht so richtig drin. Aber naja, so ist es halt. Und jetzt habe ich noch ordentlich Buchstaben vor mir. Die muss ich jetzt noch alle aufpusten. Und noch zwei andere Sachen. Noch ein großer Konfetti-Ballon und so ein Pompon-Dings. Und ja, das mache ich jetzt mal und lasse die Kamera jetzt ein bisschen laufen. Sachen hängen, das gefällt mir richtig gut hier über dem Sofa. Und dann haben wir auf der anderen Seite hier beim Esstisch noch das 2019, das hängt irgendwie noch ein bisschen schief, muss man noch ein bisschen zurechtdrücken. Und ja, wie gesagt, die 9 ist, hat nicht so viel Luft, aber egal, sieht trotzdem ganz cool aus. Wo ich die Sachen jetzt hin tue, weiß ich noch nicht. Denn die hier können wir auf jeden Fall nicht auf dem Boden lassen, weil die wird einmal kaputt machen. Und das hier muss man auch irgendwie so in den Raum hängen. Wegen diesen Pompons unten dran. Ja. Aber ich denke, ich werde jetzt mal das Bad sauber machen und dann langsam mit den Essenssachen beginnen. Wie gesehen habe, bin ich gerade dabei, das Eis zu machen. Und zwar ist es wieder Spekulatius-Eis, denn heute gibt es als Nachtisch Apple Crumble mit Spekulatius-Eis. Und dafür habe ich jetzt hier auch schon diese Spekulatius-Masse fertig gemacht. Jetzt habe ich hier noch zwei Päckchen Sahne, die ich jetzt aufschlage. Und 260 Gramm Zucker mit 6 Eigelben. Die verrühre ich einfach so mit der Hand und gebe das dann hier zu. Genau, das lasse ich jetzt erstmal schlagen und danach wird das alles zusammen in diesen Eisbehälter zu Eis gemacht. Ich hoffe, ihr könnt mich gerade verstehen. Es ist hier extrem laut mit Emmas Musik und der Eismaschine. Aber ja, das Eis ist gerade drin. Und wir machen jetzt die Börek ein bisschen abgewandelt, weil wir haben keinen Jufka-Teig bekommen. Ja, einmal Spinat, der kommt gleich hier mit dem Feta zusammen. Dann einmal nur mit Feta und einmal Feta-Hackfleisch. Ja, deswegen haben wir jetzt hier Normalblätterteig. Den rolle ich aber noch ein bisschen aus, damit der nicht so dick wird. Das erste Blech ist bereit für den Ofen. Die hier sind mit, ich glaube das auch noch, Feta Spinat. Und die beiden sind schon mit Hackfleisch, weil es bei uns mehr Fleischfresser als Leute gibt, die Spinat essen. Die erste Ladung ist fertig und die sehen richtig gut aus. Aber die sind ein bisschen ausgelaufen. nicht schlimm. Hier unten sind die nächsten drin und ich mache mich jetzt fertig, denn ich sehe null ansehnlich aus. Ich muss meine Haare noch ein bisschen machen, weil ich habe hier so viele Babyhärchen
und mein Make-up. Und ich muss mir noch was zum Anziehen raussuchen. Ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll. Aber das mache ich jetzt erstmal. Ich bin fertig geschminkt, angezogen. Ich habe so eine olivgrüne Bluse an, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Und Emma hat ein Kleid an. Vielleicht habt ihr das im letzten Vlog gesehen. Das habe ich bei Zara gekauft. Und ich spiele gerade hier mit den ganzen Sachen, die auf dem Sofa liegen. Und ich kann euch einmal zeigen, die Taschen. Die Taschen sind jetzt fertig. Hier, die habt ihr ja schon gesehen. Und das sind jetzt noch die anderen. Baguette habe ich auch schon fertig gemacht. Und jetzt fange ich an, die Äpfel zu schälen und Apple Crumble zu machen. Das auch schon mal. Also, das ist Apple. Die Crumble zu machen. Und ja, das dann auch schon mal soweit fertig zu machen, damit das nachher nur noch in den Ofen muss. Und wir die Zeit so zusammen genießen können. Sag mal hallo, zeig mal, wie schick du bist. Sag mal, wie schick du bist. Hä? Ich glaube, wir nehmen neue. Wir haben jetzt alle gegessen, also alle Pappen satt. Der Nachtisch ist Apple Crumble, war auch richtig lecker. Mit dem Spekulatius-Essen hat einen sehr gut geschmeckt. Und ja, Emma schläft jetzt endlich. Ich war zweimal bei ihr und habe sie die ganze Zeit geschaukelt und so. Und sie ist schon wieder wach. Nein! Das Babyfon ist gerade angegangen. Das Babyfon ist gerade angegangen. Oh, okay. Ich hoffe, sie schläft jetzt trotzdem weiter. Ja, und wir haben jetzt... Entschuldigung, könnt ihr das etwas leiser machen? 10:50 und ich bin hundemüde. Ich hoffe, diese Stunde geht schnell rum. Ja, aber ich freue mich auf das Jahr 2019. Ich hoffe, wenn ihr diesen Vlog dann schaut, dass ihr gut ins neue Jahr gerutscht seid. Hallo. Mein Bruder. Ein lieben Schatzi. Aber was? Auf einen lieben Schatz. Den gab es schon letztes Jahr nicht. Ich habe auch jedes Jahr auf liebe Kinder gehofft. Ich kann mir das irgendwann gibst du da auch. Ich wünsche euch das Gleiche. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Wachs so eine rüstige Form annimmt. Nee. Aber das schmilzt wenigstens schneller als Blei. Ich sag dir, diese Folie gar nicht. Die muss doch. Scheiße. Boah, jetzt hast du da reingenießt. Jetzt verfälscht das Bild. Komm, wird nicht besser. Nee, nur warte mal ab. Was steht denn in der Bedienungsanleitung? Warten Sie 12 Stunden, bis die Folie geschwunden ist. Warten Sie, bis Sie sie besser verpasst haben. Ja. Genau. Mach es einfach mal. Autsch. Du sollst es nah über das Wasser halten. Ich denke, es geht um Bleigießen. Machen wir jetzt hier Wachsgießen. Ja, das ist Wachs. Warum geht es so? Okay. Das geht ja gar nicht unter. Das ist ja der ganze Gag. Hol den ganzen Trister mal raus. Hol den Trister mal raus. Vielleicht. Und was ist da mit diesem... Ich weiß nicht, was ich hier noch androhen soll. Vermeintlichen Blei oder was? Ja, keine Ahnung. Komm, kipp bitte. Nochmal, was habe ich denn jetzt hier gegossen? Definitiv kein Trauerpartner. Das ist ja voll dämlich. Gut, dass du das sagst. Ja, aber das ist genau das, was ich meinte. Das ja, aber es ist noch was ganz anderes. Ein Halbmond. Wir haben jetzt schon den 3. Es ist ein paar Tage her. Aber ich habe total vergessen, euch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, ohne irgendwelche Raketenunfälle oder Streit. Ich hoffe, ihr seid glücklich und harmonisch ins Jahr 2019 gekommen. Schreibt mir sehr gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr Silvester gefeiert habt. Ob ihr irgendwie feiern wart oder ob ihr zu Hause mit der Familie gefeiert habt. Ich beende diesen Vlog hier, auch wenn der jetzt schon eigentlich... ja, beendet ist. Ich filme diese Szene ja jetzt nur noch nachträglich. Ich hoffe, dass dieses Jahr 2019 ganz viel Glück und Gesundheit für euch mit sich bringt. Und sage ich, bis zum nächsten Mal.